Bevor du das Video anschaust, nimm dir doch bitte die Zeit und abonniere unseren Kanal. Drücke danach die Glocke, damit du immer als erstes über unsere neuen Videos informiert wirst. Asthma. Natürliche Mittel, die dir helfen können, Asthma-Symptome zu lindern. Asthma ist eine chronische Krankheit der Atemwege. Wer daran leidet, besonders unter immer wiederkehrender Atemnot, weiß, damit ist nicht zu spaßen. Eine wirkliche Heilung gibt es leider nicht und diese Krankheit muss mit ärztlicher Hilfe kontrolliert werden. Was du aber noch für dich selbst tun kannst, um dieses Problem zu lindern, zeigen wir in diesem Video. Denn es gibt tatsächlich Lebensmittel, die die Symptome lindern können und dir damit Erleichterung und Unterstützung im Kampf gegen Asthma verschaffen können. Aber welche Lebensmittel sind das genau? Äpfel. Äpfel bringen viele Vorteile für Menschen, die an Asthma leiden, mit sich, denn sie enthalten Bioflavonoide, die wie ein natürliches Antihistamin wirken und damit helfen, die Entzündung in den Atemwegen zu reduzieren und das Atmen zu erleichtern. Generell ist bewiesen, dass Menschen, die oft Äpfel essen, ein geringeres Risiko haben, überhaupt an Asthma zu erkranken. Am besten sollte der Apfel immer mit Schale gegessen werden, um alle gesundheitlichen Vorteile nutzen zu können. Grünes Gemüse. Damit sind zum Beispiel Spinat, Okra oder auch Brokkoli gemeint. Diese Gemüsesorten sind magnesiumreich. Es hat sich herausgestellt, dass Menschen, die an Asthma leiden, meist auch über einen zu niedrigen Magnesiumspiegel verfügen. Aber Magnesium verbessert die Lungenfunktion und wirkt bronchienerweiternd und kann dabei helfen, die Beschwerden zu verbessern. Es kann sogar sein, dass ein zu niedriger Magnesiumspiegel Asthma entstehen lassen kann. Knoblauch. Knoblauch enthält eine wichtige Substanz, nämlich das Allicin, das über eine starke entzündungshemmende Wirkung verfügt. Dieses kann die Entzündung in den Lungen verringern. Weiterhin können die enthaltenen leistungsstarken Antioxidantien dich dabei unterstützen, dein Immunsystem zu stärken und eventuellen Asthmaanfällen entgegenzuwirken. Karotten. Karotten enthalten ebenfalls wichtige Antioxidantien wie Beta-Carotin, die in unserem Körper in Vitamin A umgewandelt werden und helfen, Asthma zu verhindern. Beta-Carotin hilft auch, dein Immunsystem zu stärken und verstärkt die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Allergien, die Asthma verursachen können. Leinsamen. Nüsse sollten eigentlich bei Asthma nicht gegessen werden, aber Leinsamen enthalten Omega-3-Fettsäuren und auch Magnesium, was beides bei Asthma sehr hilfreich ist, denn gerade Omega-3-Fettsäuren helfen, Entzündungen in den Atemwegen zu reduzieren. Vitamin C. Gerade bei kleineren Kindern kann Vitamin C eine durchaus positive Wirkung bei Asthma haben. Das geht aus einer Studie, die im Fachblatt Clinical and Translational Allergy veröffentlicht wurde. Vitamin C sorgt dafür, dass die Symptome von Atemwegserkrankungen abgeschwächt werden, denn die verursachenden freien Radikalen werden durch dieses Vitamin abgefangen und eliminiert. Alles einfache Lebensmittel, die leicht in deine Ernährung eingebaut werden können, um nicht zu heilen, aber diese heimtückische Krankheit zu lindern. Bitte bleibt gesund. Danke fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und drücke danach auf die Glocke, damit du immer sofort die neuesten Tipps und Rezepte erhältst.